Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. So, ja, da sind wir wieder. Im letzten Mal haben wir ja den Bereich hier unten eigentlich komplett erkundet. Ne? Also beziehungsweise hier die untere Hälfte von Hateno, ja, die uns reichlich Zeit geraubt hat. Und dann sind wir hier den Spaß haben wir nochmal erkundet. Und sind dann eigentlich vor der Höhle stehen geblieben. Aber bevor wir jetzt weiter die Höhle machen, würde ich sagen, nehmen wir doch mal den ein oder anderen Krog mit, den wir noch vergessen haben. Angefangen vielleicht mit dem, damit wir uns dann wieder hochteleporten können. Und dann, ja, dann haben wir die zumindest schon mal erledigt. Wir waren tatsächlich relativ gründlich, was eigentlich sehr geil ist. Ist immer schön, wenn man sowas dann sieht. Merkt, oh, da war man schön gründlich. Hat nichts verpasst. Ist immer ein schönes, ist immer schön zu wissen. Nichtsdestotrotz werde ich mich beeilen, na, damit wir nicht zu viel Zeit verschwenden mit der Erkundung. Wir sind ja, haben auch leider relativ spät angefangen. Ich habe auch noch ein paar Vorbereitungen getroffen vor der Aufnahme. Und zwar haben wir im Stream uns ein paar Pfeile gekauft. Wir, 81 haben wir jetzt, wir sind wieder ein bisschen good to go. Und haben uns noch das ein oder andere Essen gemacht für diverse Expeditionen. Ne, weil es mich ja gestört hat, dass ich ständig mein gutes Essen verspeise. Was mir noch irgendwelche Geschwindigkeitsboosts gibt. Was ist eigentlich hier unten? Oder war hier überhaupt irgendwas? Ach, stimmt, da war der eine, oder? Nee, hier war nichts. Hier war wirklich nichts. Ich meine, laut der Karte ist nur hier was. Und ich vertraue jetzt einfach mal auf die Karte. Ah, hier. Ja, cool. Ach, Mann. Dann machen wir es halt von hier. Wenn wir überhaupt rumkommen, ja. Okay. So. Sag mal, bin ich zu blöd jetzt gerade? Warum versuche ich denn jedes Mal mit ZL zu hechten? Wie war denn der blöde Hecht nochmal? Stört gerade. Ja, machen wir so. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie das mit dem. Wahrscheinlich musst du eine bestimmte Höhe erreichen. Damit es überhaupt funktioniert. Aber den hätten wir. Dann haben wir die Nummer 1. Dann holen wir uns noch die 2 da. Und dann. Ja, sehen wir dann weiter, wie wir hier vorangehen. Dann gehen wir einfach hier lang. Holen uns vielleicht den Krog mit dem Monster-Spaß und dann den anderen beiden. Und dann gehen wir auch direkt ins nächste Gebiet. Hm. Wo ist denn der? Ist der hier ganz oben? Wäre aber schon frech, wenn der ganz oben ist. Dann habe ich nicht unbedingt das beste Equip für. Außer halt einmal den Glitchy. Tatsache. Boah, das ist. Der ist ja frech. Der ist ja richtig frech platziert. Aber wir können laufen. Aua. Aha. Hm. Da war ja was. Shit. So. Mach mal so. Ein bisschen Panik, dass ich den nicht bekomme. Aber haben es doch noch geschafft. So. Wo befindet er sich jetzt?
Der ist auch irgendwo. Vielleicht auf dem drauf? Tatsache. Nice. Ja, da hätte man vielleicht auch noch drauf kommen können. Wären wir bestimmt auch drauf gekommen. Hätten wir... wären wir hier dran vorbeigelaufen. Haben wir wahrscheinlich nicht genau geschaut. Beziehungsweise nicht gründlich genug. Jetzt geht es... auf... Das war... ja, hier hingehen, oder? Ich würde sagen, wir gehen immer einfach den Weg nach oben. Natürlich fliegen wir. Ja, warum sollten wir hier klettern? Laufen. Leider können wir ja nicht... Okay, es wäre übrigens R gewesen mit dem Sturzflug. Also war ich doch richtig, aber... wenn man scheinbar nicht hoch genug ist, dann funktioniert es nicht mehr. Gut zu wissen. Oh. So. Waren hier eigentlich irgendwie noch Kröten oder so? Ist das eine? Nee. Dachte. Jetzt hab ich mal kurz mal hier ein bisschen reingefühlt. Für die paar Kröten. Okay, wir wollen den Pass hier hoch. Richtig? Ja. Das heißt, wir gehen da lang. Machen den Monster. Schlupf. Ignorieren aber noch die anderen Stellen. Also hier jetzt. Wobei hier sind wir ja. Was haben wir hier? Doch, wir sind hier lang, ne? Wir sind ja hier runter. Und dann sind wir hier lang gelaufen, ja. Stimmt. Na gut. Ich heb's mal auf. Wir werden ja eh gleich hier gegen Viecher kämpfen müssen. Okay, das ist die Wasserwaffe. Hier. Nehmen wir mal das. Huch. Wollten eigentlich... Oh, schade, ich dachte, er hat... Ey. So, hat eigentlich gehofft, dass er... für uns, federweiße Augen hat. Leider nicht. Bleib mal schön hier, blöde Echse. Da gibt noch eine. Ach man, den kann auf die blöden Dinger festhalten. Warum habe ich den jetzt eigentlich... Die Markierung ist nicht, die Markierung ist auch nicht so ganz genau, ne? Warte mal weg, die Markierung jetzt, hallo! Ich stehe doch schon drauf! So, ist das jetzt ein schlechter Witz? Ich stehe direkt neben der Markierung. Okay, das Spiel ist verbuggt, cool. Keine Ahnung, warum man die Markierung nicht loshaben möchte. Wahrscheinlich, weil er immer noch denkt, dass er unten ist. Und er will sie mir deswegen nicht entfernt. So, oh, warte mal, wir können ja unsere Klinge benutzen. Hier. Unsere 80er Klinge. Da gehen wir dann noch schon mal mit einem Sneak Attack rein. Immer. Irgendwo müsste doch wieder der Aufgang sein, oder? Oder gibt es den hier tatsächlich gar nicht? Das war natürlich frech. Muss ich hier wirklich von der Haupteingang reinkommen? Ich meine, ich könnte... Nee, das war's mal schön. Okay, ich muss tatsächlich wirklich... Ja. Aber dann ist gewollt, dass du hier mit dem Deckensprung raufgehst. Damit du von hier schön mit einem Hinterhalt kommen kannst. Okay, der reibt sich den Ass. Oh shit. Nice. Keiner hat mich gesehen. Sehr gut. So muss das.
Na, ja, noch wittern sie mich nicht. Habe ich jetzt zu hoch geschossen oder zu niedrig? Oh Gott. Jetzt habe ich getroffen. Ja, gut, jetzt. Jetzt bin ich mal. Jetzt sind wir aufgeflogen. Jetzt ist vorbei. So, was ich jetzt eigentlich mal gerne machen würde, ist mir die. Wo ist er? Komplette Damage Set ausrüsten. Jetzt mit einer Rauchwolke arbeiten. Wie gesagt, mit dem Qualmling. Die Leute jetzt hier assassinieren. Oh, das war eigentlich nicht mein Plan. Gut, ich mach's aber trotzdem. Schön. Die Jungs kümmern sich darum. Ach, er hat sich wieder hingelegt. Das ist ja freundlich. Ja, Problem ist, gegen den habe ich glaube ich nichts, oder? Jetzt aber. So. Die Frage ist, was ist stärker? Ist meine 80er Waffe stärker oder ist meine Überfallwaffe stärker? Weil ich, ne, selbst wenn sie jetzt verdoppelt, ist der Schaden doppelt oder? Okay, Schlagleistung. Ne, die ist glaube ich stärker. Na, komm mal her, du Klopper. Boah. Ey, ganz ehrlich, ne? Oh! Elektro-Exalfos Breitschwert. Damn. So was wie so eine Zeusklinge. Gut zu wissen, dass es auch Elektro-Exalfos gibt. Aber gut, ich meine, wenn es Feuer und. Wobei, Feuer und Eis. Wasser gibt es ja, glaube ich, so gesehen nicht. Ja, ich weiß nicht, was mit oder lassen wir es hier? Ich glaube, ich schmeiß mal das Ding weg. Hier. Den Boden, nimm mal die mit. Ist ja an sich eine geile Klinge. Nee, warte mal. Nein, auch nicht. Yeah. Oh, wo ist denn jetzt? Ach komm, wir nehmen das Master Schwert. So, erstmal looten. Ja, der Typ kann danach kommen. Der sich mal wieder trappen lassen hat. Flachzange die. Okay. Ich meine, der Vorteil ist halt bei den Waffen, die halten lange. Dann waschen wir erstmal weg. Ach komm, weißt du was, ganz ehrlich, weg mit der Bildenmiasma-Klinge. So eine nutzlose Waffe. Ich meine, die ist wahrscheinlich relativ stark, aber. Ja, das war nicht mein Plan. Wo, ist da noch mehr? Ja, genau, zwei. Winnebo, komm mal her. Wo bist du? Gib mir den Guts. Achso, hier ist nichts. Na gut, schade. Tag auch. War ja klar, dass du es bist. Wer sonst sollte hier vorbeikommen, um mir den Kopf zu retten? Hm? Es ist jedes Mal beeindruckend, mit welcher Finesse du die Monstern auf die Pelle rückst. Aber sobald dieser Blutmond aufsteigt, erwachen die Monster, die du gerade erst besiegt hast, wieder zum neuen Leben. Diese Monster. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Du hast mich gerettet. Bitte nimm dies als kleine Belohnung. Du möchtest mehr? Na gut. Nee. Nein, das reicht nicht. Ich gebe dir hier noch mehr. Feenwasser. Heute Nacht könnten wir am Himmel den zunehmenden Halbmond bewundern. Muhu. Sieht was? Warum muht er jetzt? Sieht er nicht
aus wie ein Himmelsbogen, bereit, einen Pfeil auf die Sonne abzuschießen. Ah, welcher Mut. Ha. Bis zu unserem nächsten Treffen. Ich mach mich besser auf den Weg, bevor die Monster zurückkehren. Ja, zurückkehren werden die nicht. Nur wenn du beim anbahnenden Blutmond bleibst. Dann vielleicht. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich glaube, hier war alles, ne? Also den Krog, aber den holen wir uns gleich. Ja, Mann, haben die viele Bomben hier. So, warte mal. So, dafür haben wir ja noch unseren Zauberstab. Könnte jetzt gleich in die Hose gehen. Na ne. Die haben wir zum Glück noch alles getroffen. Jo, das war's dann auch, oder? Mehr gibt's ja erstmal hier nicht. Außer den Krog. Hier vielleicht nochmal eine krasse Waffe? Na, Steuerkeule haben wir noch. Oh, da ist der Fisch. Der vorhin weggejagt wurde. Jedes Mal ist der Krog hier oben drauf. Also so Sachen, auf die kann man sich immer verlassen. Sehr schön. So, jetzt gehen wir wechseln mal wieder unser Set. Und zwar in den Erkundungsmodus. So. Okay, die Markierung nehmen wir weg. Und jetzt gehen wir einfach... ja, wo gehen wir am besten hin? Gehen wir? Versuchen wir uns am Rand aufzuhalten. Also hier quasi lang. Auf das mal in dem Plateau landen. Ja gut, da unten waren wir. Da gab's einen Fight. Einen unschönen. Gegen das Ganon-Phantom. So. Gut, die sind natürlich alle respawned. Da war ja was. Was ich mich aber frage, ich glaube, hier war doch irgendwo auch noch... Oder war der weiter unten? Ne. Aber zumindest habe ich da eine Markierung. Und glaube, es ist hier so ein Zweier-Krog. Es kann jetzt sein, dass dieser Krog halt hier hoch möchte. Da hätten wir das... Naja, klar. Beruhigt euch mal, ihr Bäume, ja? Wird kein Stress. Righty. Ist hier dann irgendwas? Ein Krog? Irgendein Freund vielleicht? Oh, oder ein Ivrog? Schade. Hätte er klappen können. Ah. Ist er eben drauf? Nicht? Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wo ist er? Zeig dich, Krog. Oh. Ach, Scheiße. Die Leine, Alter. Hier drauf? Ne, hier sind nur Eier. Okay, irgendwo soll ein Krog sein. Vielleicht im Wasser? Tatsache, hier ist was. Also nicht im Wasser, aber zumindest hier unten. So, aber wo ging es denn jetzt da oben lang? Bonk. Aber ich will mal kurz vorher nachschauen, bevor wir uns hier wieder runterspringen, in die Höhle gehen. Ach so, da kommen wir eh gar nicht weiter. Ja, ich möchte mir trotzdem anschauen. Das kann ja nicht schaden. Macht der Bogen eigentlich 42er Damage jetzt? Sehr, sehr seltsam. So.
haben wir denn hier? Nee. Ja, hier, komm. Oh Gott, da kommt mir auch alles entgegen gerade. Ein Goshen-Schild. Da haben wir noch eins, oder? Ja. Na komm. Ja, ist auch eine doppelte Haltbarkeit. Ach, wechseln wir aber aus, so. Ja, die will ich haben. So. Die Frage ist, wo kommen wir hier raus? Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht großartig weiter erkunden in dem Bereich. Bevor wir nicht die Karte haben. Aber es wäre zumindest interessant zu wissen, was sein könnte. Ist hier eigentlich der... Meine, gebe ich laut Karte, ist hier irgendwo der Schrein. Der... Na, sag schon. Der Turm. Guck mal, ob oben drauf ein Krog sein könnte. Ja, die sind ja gerne mal ganz oben. Da, wo man sie am wenigsten haben will. Okay, hier ist ein Schwein. Gut, da schauen wir uns ja alles dann an, wenn wir soweit sind. Oh. Hab den Krog gefunden. Oh, und mal wieder den Typen. Oh. Du bist ja ein echter Könner, oder? Für mich sah es so aus, als wärst du niemand, als wärst du niemals wirklich in Gefahr gewesen. Du hast im Kampf großes Können unter Beweis gestellt. Nimm das hier als Zeichen meiner Anerkennung. Ausdauerzeug. Oh. Schön, dich wiederzusehen. Ich suche immer noch nach den rätselhaften Wesen, die man Majois nennt. Ich habe gehört, dass ein Majoi in einer Höhle ganz in der Nähe gesichtet worden sein soll. Aber ich finde die Höhle einfach nicht. Obwohl es heißt, sie sei nicht weit von hier. Ha, elender Majoi. Bestimmt versteckt er sich vor mir. Aber bei meiner Ehre als Monsterjäger, ich werde es schon noch finden. Ja, das ist die Höhle wahrscheinlich unten. Im Water. Oh, warte mal, da sind noch mehr Crocs. Eigentlich wollte ich ja nicht auf das Plateau. Wo sind hier so viele Crocs? Das ist auch ein Krog, oder nicht? Oh, oder auch nicht. Okay, dann war der Laub einfach nur da. Für... Oder, wir müssen den Baum fällen, weil das so ein, was weiß ich, für ein Krog ist. Nee, den will ich nicht benutzen. Den will ich benutzen. Nö. Na gut. Hier ist eine Kanone. Das erklärt zumindest, was für Crocs wir die ganze Zeit wahrgenommen haben. Als wir da hochgeklettert sind, weil ich glaube, wir sind eine Etage tiefer jetzt. Oder? So genau weiß ich jetzt aber auch nicht. Naja, wobei wir sind ein Stück weiter weg. So, was will er denn hier? Ein Apfel. Kann er haben, den Apfel. Halte mir das Vieh vom Leib. Mein Gott, er hat kassiert. Ja, da weiß ich nicht, ob es sich wirklich lohnt, da hinzugehen, weil eigentlich will er jetzt alle Majois haben. Das heißt, für uns ist es gerade wirklich belanglos, mit ihm zu quatschen. So, wo willst denn du hin? Ah ja. Natürlich. Runter, aber das passt mir sehr gut, kommt mir sehr gut, weil... ich will da eh runter. Heißt, er hilft mir sogar. Wir müssen aber... Wir sollten wirklich überlegen, ob wir danach mal kurz in den Untergrund gehen. Nachdem wir Bereiche erkundet haben. Alleine weil, naja, ich habe kaum noch Zeug fürs Craften. Aber das könnte ich eigentlich auch offscreen holen, so ist es nicht.
Ja, das ist doch noch Stand, oder? Den haben wir zwar jetzt ordentlich weggekegelt, aber ey. Da ist ein Kumpel. Ja. 210 haben wir wieder. Mann, Mann, Mann. Wird Zeit für Upgrades. Ich glaube, ich mache mal die Markierung weg, weil wir wissen ja, wo es hingeht. Ja, dann gehen wir einfach rein, würde ich sagen. Bin mal spannend. Vielleicht ist es wieder eine Höhle mit einem Ramda, aber ich glaube nicht. Das ist wahrscheinlich wieder so eine stinknormale Höhle. Höhle am Eichsee. Na gut, dann schauen wir doch mal, was uns hier in der Höhle erwartet. Hoffentlich nicht so Sachen wie ein Stahlhinox, weil wir haben ein bisschen nervig. Auf jeden Fall erwartet uns erstmal so ein blödes Vieh. So. Und dann. Tja, dann kriegst du einfach hier kurz mal einen mit dem Speed ab. Aber krass, in der Höhle ist scheinbar immer nass, ne? Das ist eigentlich super für uns. Sunshin-Code-Schwert. Wir haben halt schon ein Sunshin-Code-Schwert, aber ein zweites wäre halt nicht schlecht für uns. Vor allem, weil wir ganz gerne mit den Effekten arbeiten. Weißt du was? Komm. Oder? Hm. Ja, komm. Mach mal die Lanze weg. Haben wir noch ein Foto? Oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier? Das sah ja ganz besonders aus. Vor allem ist hier scheinbar ein Schrein. Bring den Kristall an den Ort, da den das Licht zeigt. Dann schenken wir dir ein Licht. Das ist die Finsternisband. Ach so, ja, gut, einfach durch. Ach so, okay. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob wir uns vielleicht ein Gefährt bauen, was uns von der Seite schützt. Aber weißt was? No risk, no fun. Wir gehen hier aber durch. Die erste Etappe haben wir überstanden. Mal gucken, wo wir jetzt hier. Da oben haben wir auf jeden Fall eine Karte, einen Schatz. Oh, jetzt renn, Link. Ja, okay, die fliegen jetzt gut. Jetzt Full Speed. Okay. Geht's nicht hin? Warum ist denn hier ein Sockel? Also, sieht aus wie einer. Okay. So, erstmal wieder eine Waffe. Damit wir den Stein abbauen können. Und dann geht's weiter. Wahrscheinlich müssen wir gleich noch Gegnerhorden besiegen. Okay, hier ist Wasser. Ach nee. Oh ja. Wie ich es mir schon dachte. Komme ich da jetzt am besten durch? Kommt da einfach ein zweiter Stein runter? Ich meine, der Stein ist ja jetzt so gesehen gerade in Benutzung. Also der ist ne? Wird blockiert, sagen wir so, der Spawn vom Stein, weil ich den zur Seite gelegt habe. Funktioniert auch. Sehr gut. Ja, guck mal. Ansonsten hätte ich keine Ahnung, vielleicht andere Methoden versucht. Aber ich glaube, so ist es eigentlich ganz so gut. Wie wir das gelöst haben. So, es gibt mal einen Spaß. Müssen wir ja nicht sehen.
Noch ein bisschen Steine. Haben wir vielleicht noch... Oh, ja, haben wir. Kann ich fragen, ob wir noch hier ein paar Trüffel finden? Aber finden nur einen Maxi-Trüffel. Sonst leider nichts, aber das ist... Oh, warte, was? Wo geht's denn da hin? Okay. Sehr interessant. Na gut, dann holen wir uns mal die Belohnung. Die hoffentlich geschenkt ist. Ne, wäre nämlich frech. Ich würde jetzt einfach sagen würden, nö, sorry. Können wir nicht machen. Aber natürlich ist es geschenkt. Gut, die nehme ich ganz gerne. Ist für Untergrunderkundungen ganz gut. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ich glaube, 2 haben wir gerade, ne? Das heißt, jetzt hätten wir 3. Oder haben wir schon 4? Jetzt haben wir gerade 2, okay. Also, fast. Ich hab's fast gewusst. Naja. Dann ist es so. So, jetzt fehlt uns ja noch der Majoi. Und es gab ja noch eine Schatztour. In der Passage mit den Steinen. Oh, gerade einen dezenten Herzinfarkt bekommen gerade. Oh, warte mal. Geht's da lang? Doch. Ah, da ist der Majoi. So, entspann dich mal. Okay. Ja, hier ist weiter nichts. Dann wieder zurück. Aber gut zu wissen, dass hier ein Schrein dann ist. Dann gibt es hier eine bessere Teleportmöglichkeit für uns. Ja, die Frage ist, kann ich jetzt einfach entspannt hochklettern? Naja, doch. Es geht easy. So, schnell bevor die großen Steine wiederkommen. Gibt's hier? Zeigen Sie mal. Noch ein Sunshine-Großschwert. Ich kann fast denken, das ist ein Jägerversteck. Na gut, aber wir haben jetzt eins. Ich wechsel die, glaube ich, nochmal aus. Damit das Spiel nicht denkt, der hat doch gar nichts gesammelt. Oh. War der eigentliche Plan vom Spiel gedacht, dass man dieses Wasser benutzt? Hat aber auch keinen Sinn. Hier ist aber auch nichts, oder? Also, dass der sehr weit hoch geht. Ich habe leider auch keine Rakete, um das zu testen. Ich würde es aber trotzdem gerne wissen wollen. Vielleicht können wir ja einen Blick erhaschen. Oh Gott. Ist auf jeden Fall ein bisschen sehr ambitioniert. Das könnte, sieht fast aus, als ob man da wirklich stehen kann, ne? Aber wir haben ja hier zur Not noch einen... ein Gericht. Nö. Na, schade. Das hätte ja klappen können. Bringt uns leider gar nichts. Oh, warte mal. Aha. Komm auch raus. Gott, wo sind die denn? Ach so, einfach auf den Berg drauf. Ganz normal also. Sachen, die man so halt macht. Auf Bergen drauf sein. So, hier haben wir noch den Monster-Bau. Mit diversen schwachen Monstern. Kommt mir aber natürlich gelegen, weil warum soll ich mich mit krassen Monstern auseinandersetzen?
Oh. Hoppala. Nimm mal den hier. Ups. So, und dich machen wir einfach so kalt. Oh Gott. Knapp sein können. Nice. War gut outplayed, die Sau. War nicht schlecht, muss ich sagen. Also, da war ein guter Konter. War solide. War ich ganz kurz von mir beeindruckt, dass ich das Ding geschafft habe. Ich habe mich gleich wieder fast tot gesehen. Boah, ist ja heftig. Holy shit. 41? Also das ist jetzt bei far unser stärkster Bogen gerade. Ich meine, klar, abgesehen davon, dass jetzt so Sachen wie hier, der Bogen, ne? Aber der hat halt keine drei Schüsse, der hat halt nur einen Schuss. Aua, muss jetzt sein, wa? Blöde Sau. Okay, ist hier sonst noch irgendwas? Hey, blöd liegen. Kann ich ein Foto von ihm machen? Fällt mir gerade sehr schnell ein. Scheiße. Ach Mann, ey. Ja, das hätten wir wahrscheinlich wirklich fotografieren können. Ich habe null dran gedacht. Das war eine weitere Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye bye!